Herzlich willkommen in Finchis Welt. Endlich mal wieder zu einer Ausgabe von Finchi packt was aus. Lange hat's gedauert. Ich habe mir lange nichts mehr gekauft oder ich auch nichts mehr vorbestellt und keine großen Collectors Boxen und so weiter und so fort. Und ich habe aber ein paar Sachen gewonnen und ein paar Geschenke bekommen. Ein paar in Anführungszeichen. Und ich dachte mir, ja, ich glaube, viele Leute gucken sich diese Unboxings ganz gerne an hier bei mir und deswegen habe ich mir gedacht, pack diese ganzen Gewinne und Geschenke und so doch einfach mal vor der Kamera aus. Ich weiß natürlich, was das ist und ich weiß auch schon, wie es aussieht, weil ich das halt, ja, wie gesagt, in einem Video bei einem anderen gesehen habe, bei dem Gewinnspiel und habe dann da halt gewonnen. Aber ich will gar nicht lange drum herum reden, wir fangen einfach mal an. Es gibt drei Sachen heute. Anfangen möchte ich mit dem ersten Gewinn. Das ist, ja, hier drin, in diesem Paket. Ich habe nämlich bei dem guten ProNoob2K beim Gewinnspiel gewonnen. Er hat da seine ganzen gebrauchten, Anführungszeichen, Spiele rausgehauen, die er nicht mehr so brauchte. Und da waren echt Dinger bei, da muss ich sagen, das ist absoluter Knaller. Und ja, ich habe quasi den, ja, ich will es mal Hauptpreis nennen. Und man sieht das ja gar nicht im Bild, was ist das denn hier? Da sehen wir. Okay. Ich habe quasi den Hauptpreis Anführungszeichen gewonnen. Das war natürlich alles gute Spiele. Er hatte da Prototyp 2, war dabei. Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was noch alles dabei war. Ich glaube, Mickey Epic für die Wii, für den PC war GTA 4 und solche Sachen. Auf jeden Fall alles Sachen, die er nicht mehr braucht, alle da verlost. Und ich habe tatsächlich ein Wii U-Spiel gewonnen. Und nicht irgendein Wii U-Spiel, ein sehr neues sogar noch. Marvel Super Heroes. Also Lego Marvel Super Heroes. Ist das nicht der absolute Oberburner? Das war echt der absolute Knaller, als er mich dann da gezogen hat. Verteidige das Marvel-Universum gegen die mächtigsten Schurken, die sich jemals verbündet haben. Über 100 spielbare Charaktere mit speziellen Kräften und Fähigkeiten. Ja, das ist ja immer so ein Ding von den Lego-Spielen, dass die quasi jede Menge spielbare Charaktere drin haben. Bei Fluch der Karibik, also Lego Fluch der Karibik war es zum Beispiel, ja, da konnte man sämtliche Charaktere, die in den Filmen vorkamen, spielen. Angefangen von Captain Jack Sparrow über den, wie heißt er noch? Ich habe beinahe Tim Turner gesagt. Den, ja, Orlando Bloom halt, wie heißt er denn jetzt dann noch? Egal, auf jeden Fall über Elizabeth bis hin zu den ganzen Piraten und in sämtlichen Outfits und Davy Jones mit seinen Dings und keine Ahnung. Bei Harry Potter gibt es alle möglichen Charaktere und hierbei gibt es halt alle möglichen Superhelden. Es gibt 100 Superhelden und ich glaube auch ein paar Bösewichte, wenn ich das richtig weiß. Finde ich sehr krass. Ich habe bisher nur ein paar Videos davon gesehen von der Xbox One Version. Und das sieht doch eigentlich ganz gut aus, aber es ist halt doch irgendwie nur in Anführungszeichen so ein Lego-Spiel, was ja auch irgendwie immer gleich ist. Aber hier das werde ich auf jeden Fall mal mit euch zusammen anspielen, weil ich mega auf Marvel stehe. Ich bin mehr so der Marvel-Typ und nicht der DC-Fan. Also so Batman, Superman, der ganze Kram, das ist zwar ganz okay, aber ich finde dann doch hier Iron Man, Spider-Man, Hulk und die ganzen Avengers und wie die alle heißt, finde ich doch einen Ticken cooler. Ja, wir gucken mal herein, wie sieht das Ganze überhaupt aus? Mal sehen. Ja, ist quasi neu, ne? Ich habe ihn gefragt, warum er dieses Spiel mitverlost hat, weil es ja noch ganz neu ist und er die Wii U noch gar nicht so lange hat. Und er meinte halt, ja, das ist nicht so sein Fall, dieses Spiel. Und deswegen hat er das Ding verlost und ich habe es gewonnen. Hier ist es. Wunderbar. Mein erster Gewinn. Beziehungsweise überhaupt ein Gewinn. Dann kommen wir zum zweiten Ding, was ich heute zeigen wollte. Das Ding ist schon ausgepackt. Das habe ich letztens von meinem Vater bekommen. Mein Vater, müsst ihr wissen, der hat 30, 35 Jahre bei Karstadt gearbeitet, bis sie zugemacht haben. Und er war da in der Media-Abteilung. Sprich DVDs, später Blu-Rays, Spiele, Konsolen, dieser ganze Kram. Und er hat da halt, weil er dann irgendwann später da quasi so der Leiter von dieser Abteilung so ein bisschen wurde. So in der Art irgendwie war das, ich weiß es nicht mehr genau. Und da hat er immer Lehrgänge bekommen von, ach keine Ahnung, von Sony, von Nintendo, oder war er denn hier auf irgendwelchen Seminaren und da auf irgendwelchen Lehrgängen und keine Ahnung. Und da bekommt man natürlich immer irgendwelche Geschenke und Werbedinger und sowas. Und er hat auch auf dem Speicher, hat er so einen Raum für sich. Ja, bei ihm stehen aber keine Konsolen und irgendwie so ein Kram rum, sondern Fitnessgeräte. Mein Vater ist da ein bisschen anders, der ist so ein bisschen so ein Fitness-Freak. Fußball spielt er noch und keine Ahnung was alles. Und er hat mir letztens gesagt, er hätte was für mich. Hat er gefunden da oben in seinem Zimmerchen,
das braucht er halt nicht. Und bei mir wäre es besser aufgehoben. Vor allen Dingen wäre das was, was nicht jeder hat. Und ich denke, oh, was kommt denn jetzt? Und er kommt an mit dieser Schatulle. Und diese Schatulle, das kann man sich natürlich jetzt schon denken, was da drin ist, nämlich ein Stift. PlayStation steht da drauf. Und ja, PlayStation. Tada! Hier ist ein PlayStation-Kugelschreiber drin. Aber ein sehr edler. Nicht irgend so ein Plastikteil, sondern wirklich in... Wo sind wir? Da sind wir. Wirklich ein sehr cooles, edles Teil, muss ich ja sagen. Gefällt mir sehr gut. Kommt auf jeden Fall in meine Vitrine. Ich muss auch gucken, wo ich dann noch Platz machen kann oder so. Ich finde das Ding auf jeden Fall mega stylig. Ist wahrscheinlich leer, weil er es halt schon sehr lange da oben rumliegen hatte. Aber macht ja nichts. Ist auf jeden Fall auch schon was älter. Und deswegen bin ich ganz froh, dass er mir das mitgebracht hat. Auch in diesem coolen Teil hier. Stelle ich mir schön da hinten hin. So, das war das Geschenk, was ich bekommen habe. Jetzt haben wir hier noch einen Gewinn. Und ihr seht, da steht Ubisoft drauf. Ich habe nämlich bei dem guten Lord Avenger bei einem Gewinnspiel mitgemacht und er hat ja auch mehrere Gewinnspiele rausgehauen in letzter Zeit und er hatte eins, das fand ich sehr cool, das geht um ein Poster, wie man sich bei dieser Verpackung schon denken kann. Und wir machen das Ganze jetzt mal auf und Ubisoft hat ihm das nämlich, Moment, Ubisoft hat ihm das zur Verfügung gestellt. Ach, das brauche ich gar nicht mehr, Messer. Und hier ist was drin. Es sieht so cool aus. Da brauche ich jetzt die zweite Kamera nicht für, denn das ist einfach zu groß. Oh, das ist sehr fest da drin. Jetzt haltet euch fest. Das ist so ein geniales Poster. Das ist auch richtig dick. Kann man das erkennen so ungefähr? Das ist ein Rayman Legends Poster, wo er da mit der Gitarre gerade voll abrockt. Und hier, da sieht man noch die ganzen Nebencharaktere. Hier sieht man noch diesen Globox und diesen Mini-Globox und wie alle heißen. Und ist der Totenkopf drauf. Sehr, sehr cooles Teil auf jeden Fall. Ich versuch's mal hier. Wie kann ich das denn nicht ein bisschen... So. So blendet's auch nicht. Sehr gut. Ja, das Ding. Ich werde das jetzt erstmal offen liegen lassen, dass ich das so ein bisschen entrollen kann. Und, mal gucken, vielleicht hole ich mir dafür einen Rahmen, weil das ist wirklich ein sehr cooles Teil. Ja, es lässt sich nicht wirklich entrollen. Ich lasse es einfach mal so. Mal gucken. Ja, vielleicht hänge ich mir das wirklich im Rahmen irgendwo hin, weil das ist ein sehr cooles Teil. Und ich müsste eigentlich noch mehr Rahmen mir besorgen, weil ich habe mittlerweile so viele coole Sachen da im Hintergrund hängen. Ihr seht auch, seht ihr das gerade? Da. Da guckt es ein bisschen raus. Das ist nämlich ein Bild, was mir sie nannte sich selber ein Fan. Und deswegen hat sie mir ein Bild gemalt, was ich sehr cool finde, nämlich dieses Zelda-Bild im Hintergrund. Ihr könnt leider nur die Füße sehen. Soll ich es mal holen? Moment. So. Guckt euch das mal an. Ist das nicht großartig? Das ist mit so, ich glaube, das ist einfach mit Filzstift gemalt, teilweise mit so Lackstiften und sowas. Und das sieht echt super cool aus. Mich tierisch drüber gefreut, auf jeden Fall. Und das hängt auch hinten an meiner Wand. Genauso wie das, was schon ewig hinten in der Mitte hängt, das kann man ja mittlerweile relativ schlecht erkennen und so. Da sind teilweise wirklich Unikate dabei. Eine Urkunde von der Frau Zimmi, dass ich da was gewonnen habe. Vom Tommy Hawk, die Autogrammkarte. Das große Gemälde in der Mitte, die Zeichnung vom Lord Avenger, der sehr, sehr gut zeichnen kann, der hat mir da so ein Nintendo allerlei quasi gemalt und Assassin's Creed noch mit dabei und sowas. Alles so coole Comicfiguren und ach, was ist denn noch? Natürlich die original Bierkanaldeckel vom Flur vom Bierkanal. Der hat mir die zugeschickt. Ach, und weiß ich, was da noch alles so rumhängt. Deswegen, das würde ich gerne in so eine Collage reinpacken. Also ich müsste mir echt noch so ein paar Glasrahmen hier irgendwie holen. Naja, das war es auf jeden Fall mal von meinem kleinen Gewinnspiel-Unboxing. Das war's. Auch so ein bisschen zwischendurch, so ein bisschen Kleinkram, ist ja auch mal nicht verkehrt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.